wusste ich sofort. Ja, hab nicht eine Stunde für gebraucht, um das zu lösen. Jo, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Jo, bereits der 52. Part Pokémon Y. Jo, mit dem Zwergenfürst. Heute geht es hier, wie ihr schon seht, in die Arena. Die Pokémon sind alle geheilt, glaube ich zumindest. Ja, die sind geheilt. Genug Items haben wir auch, um das Team im Notfall zu heilen. Viele Trainerkämpfe werden jetzt hier auf uns warten. Ja, weil wir uns hier jetzt irgendwie durchschlängeln müssen. Ja, ihr habt ja jetzt perfekten Ausblick von oben hier auf das Geschehen. Ja, sieht so aus, als ob ich hier gleich mal den ersten Kampf. Also los geht's gleich mal mit dem ersten Kampf hier. Moment, man nennt mich die Königin der Eisbahn. Eine Herausforderung von Astrainer Marianne. Sneebel wird von Marianne eingesetzt. Los, Jason! Was soll Jason tun? Ja, dann würde ich mal sagen, beginnen wir gleich den Kampf mit Body Slam. Ja, wir warten natürlich erstmal ab, nachdem die Eissplitter eingesetzt hat. Ja, moderieren kann ich auch nicht mehr. Schon zu Beginn des Parts, das ist schon gut. So, Xiao Mürben gleich mal einsetzen. So. Gut, ein Level 40 Pokémon gegen ein Level 54 Pokémon. Und das im ersten Kampf, das ist noch gar nicht mal der Trainer, also. Ja, das sieht doch gut aus für unser Team. Dank des EP-Teilers erhält auch das Rest des Teams ein paar EP-Punkte. Jason erreicht Level 54 und Marianne setzt Outstoss ein. Okay, weiterkämpfen. Bei uns wird ja bekanntlich gekämpft bis zum Versagen. Oder zum Sieg. Oha, Eissplitter. Das ist nicht gut. Jason wurde besiegt. Ja, zum Glück habe ich noch andere Pokémon. Zum Glück habe ich einen Feuer-Pokémon, was in der Eisarena vielleicht sehr hilfreich sein könnte. Vor allem, wenn es solche Attacken wie Magieflamme besitzt. Spezialangriff von Autos wirkt. Austos. Okay. Eissplitter. Das. Für die Leute, die es nicht bemerkt haben, das war Ironie. Feuer-Pokémon in der Eisarena. Na. Ja, ich weiß, ein bisschen effektiv ist es, weil Feuer schmilzt Eis, aber Eis ist immer noch ein bisschen, ja, ihr wisst Bescheid, also ein bisschen effektiv ist es schon, aber nicht zu effektiv. Eigentlich wäre ein Pflanzen-Pokémon. Ein Pflanzen-Feuer-Pokémon wäre eigentlich das Beste. Aber zumindest in dieser Generation gibt es das noch nicht wirklich.
Du besiegst, Trainerin. Wo es Eis gibt, kann man auch ausrutschen. Nesbeben gewinnt 5500 Poké-Dollar und geht mal wieder siegreich aus dem Kampf hervor. Weiter geht's. Schalter aktiviert. Na, das sieht doch gut aus für das Team. Jetzt geht's weiter. Und natürlich muss ich auch noch den zweiten Trainer besiegen. Ja, dann würde ich mal sagen, los geht's. Frostig, eisig, klirrend, kalt, erstarre zu Eis. Okay, ein halbes Gedicht. Eine Herausforderung von Astrainer Kramer. Brotogel wird von, ja, Typ in den Kampf geschickt. Let's play Machomus. Level 44 gegen Level 54. Juhu! Dann würde ich mal sagen, Nitro-Ladung. Das ist sehr effektiv. Botogel setzt Geschenk ein. Was soll Let's Play Markus tun? Würde man sagen, Nitro-Ladung weiterhin einsetzen. Sag mal, könnt ihr noch die Attacke oder die Dinger sehen? Mammute! Na gut, ich kämpfe mal weiter. Hm? Mammute. Gerade ein bisschen kompliziert. Warum seht ihr das nicht? So, so ist doch gut. Mammute, Let's Play Markus. So. Würde mal sagen, Nitro-Ladung auf Mammute. Ich bleib meinem Beibein Attacken. Let's Play Markus wurde besiegt. Ach du Scheiße. Naja, dann würde ich mal sagen, Justine. Justine ist immerhin Level 50. Das sollte man nicht unterschätzen. Und jetzt gleich mal Windrow sein. Ob das so effektiv war? Weiß ich nicht. Na doch, ich weiß das. Das war nicht sehr effektiv. Dann setze ich letztes Mal, oder genau gesagt, Justine setzt letztes Mal Fliegen ein. Justine fliegt hoch empor. Mammute Gegner ist verwirrt. Mammute setzt, was weiß ich, ein. Justine setzt Fliegen ein. Mammute Gegner ist verwirrt. Mammute ist verwirrt. Mammute setzt Blizzard ein. Ach du Scheiße. Justine wurde besiegt. Justine ist besiegt. Los, Christoph! Streng dich an, Christoph. Ja, das würde ich dir raten. Streng dich an. Mehr Entwicklung und Surfer. Ich weiß, Wasser-Pokémon. Aber gut, ein Versuch ist es wert. Christoph, Mega-Entwicklung setzt Surf ein. Hui! Mammute wurde besiegt. Christoph hält 2.815 EP-Punkte. Du besiegst Kramer, Ass-Trainer. Jetzt ist es mein Herz, das vor lauter Eiserskette erstarrt ist. Die sind ja ziemlich lyrisch begabt hier. Und die Trainer in der Eisarena. Und das sieht nicht so aus, als würde es hier weitergehen. Das auch nicht. Das aber vielleicht.
Sieht so aus, als müssen wir das beides kombinieren. Die Seite hier. Dann könnte ich rein theoretisch hier rüber. Wie macht man das? Wie mache ich das jetzt hier am dümmsten? Die Seite so behalten, dann kann ich darüber und dann das hier drehen. Und nochmal drehen. Und nochmal drehen. Und jetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es täuscht mich alles. Mist. Nee, das geht auch nicht. Muss man halt hier ein bisschen puzzeln. Jetzt kann man darüber, aber man kann dann nicht. Man kann da nicht dann. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, könnte ich jetzt hier. Aber. Hä? Ja, ich und Puzzles waren noch nie so wirklich gute Freunde. Wie jetzt, was jetzt, wo jetzt? Hä? Ich bin jetzt ein bisschen verrückt. Und das auch. Ja, hallo. Ah, ja, so geht's. Ja, das ist so. So ist klar. Wusste ich sofort. Ja. Hab nicht eine Stunde für gebraucht, um das zu lösen. Ja, für die sich jetzt ärgern, dass ich das nicht gezeigt habe und geschnitten habe. Ja, ich zeig's nochmal. Hier, guck drauf. So muss das erste aussehen, so das zweite. Man kriegt das wirklich, man kriegt das damit hin, dass man sich hier, man muss als erstes das dort vorne, das blaue, freischalten. Dann möglich machen, dass man von hier rüber kann. Und das dann erst dann das Lila dabei freischalten, das ist. Ah! Ist das hier ein Rätsel? Das ist ein Rätsel, Stunde meines Zwergenfluchs, das ist. Und gleich mal erstmal ein bisschen kämpfen, das ist klar. Ein erfrischend kühles Dessert macht den Kopf frei für den Kampf. Darum werde ich den jetzt auch ganz cool und lässig gewinnen. Ein Herausforderung von Astrainer Mira. Frigometrie wird von Mira Astrainer in den Kampf geschickt. Los, Christoph! Christoph, setz Aquarelle ein. Gefriergetrocknet. Christoph ist gefriergetrocknet. Ja. Das war sehr, 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 sehr effektiv. Gut, ich versuch's mal mit Biss. Jo, das war schon etwas mehr effektiver als das letzte. Gut, wenn du dir selbst schadest, das hilft mir auch ein bisschen. Neuer Level. Christoph erreicht Level 58. Uha. Christoph setzt Biss ein. Ja, Biss in die Luft. Also. Weiterkämpfen. Niemand erreicht. Der Biss hat niemanden erreicht. Gut. Dann zerbeißt halt das Keifel. Zerkau es. What's going on with my Kamera? Gutes Englisch. Das dauert ja hier eine Ewigkeit. Christoph setzt weiterhin Biss ein. Uha. Tausend Jahre später.
Keifel wurde besiegt. Yay, das hat ja eine halbe Ewigkeit gedauert. Hab ihn tot gekaut. Nein, nicht Pokémon wechseln. Wir nutzen jedes Pokémon so lange, wie wir es können. Das ist hier. Das ist hier Sache. Schädelwumme. Vielleicht ist das so ein bisschen effektiver als bis. Autsch. Schädelwumme. So jetzt. Volle Power. Genau. So muss das sein. Mira besiegt. Irgendwie habe ich auf einmal Lust auf ein leckeres Eis mit Sirup. Let's Play Ben gewinnt 5400 Pokédollar und geht siegreich aus diesem Kampf hervor. Gut, weiter in der Arena. Gut, noch ein Kampf. Einfach immer cool bleiben, das verleiht eine wahre Power. Okay. Eine Herausforderung von Astrainer Hank. Ah, das Blut brummelt förmlich in meinen Adern. Damit könnte ich glatt Eis zum Schmelzen bringen. Ja. Aber nur fast. Let's Play Ben gewinnt 5500 Pokédollar und geht siegreicher aus diesem weiteren Kampf hervor. Jetzt haben wir fast alle Kämpfe geschafft. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie das zweite Rätsel lösen und da wieder weiterkommen. Gut. Hier geht's weiter. Das sieht gut aus. Das würde ich so behalten. Und jetzt noch das hier. Ja, vielleicht kann man jetzt... Nein, kann man nicht. So vielleicht? Nee, das geht nicht, weil da drüben ist. Nee. Das Flaute dort. Ich muss ja auf eine dieser beiden Treppen. So geht's doch. Ja, so geht's. Das ist super. Das sieht prima aus. Ja, dann nehme ich die linke oder die rechte. Links. Links ist schöner. Auf geht's. Gut, da sind wir oben angekommen. Ja. Stell ich mich mal daneben und beende mit diesem schönen Bild wieder. Du bist ein bisschen dick. Muss ich aber sagen. Dann beende ich mit diesem schönen Bild diesen Part und sage, ich hoffe, euch hat's gefallen. Euch hat dieser Part gefallen. Ja, sollte das der Fall sein, freue ich mich jederzeit wieder über einen Daumen nach oben. Ja. What the hell ist mit meiner Kamera? Ja. Ich freue mich immer wieder über einen Daumen nach oben, ja. Und ein Abo auf meinen Kanal würde ich mich auch sehr freuen, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid. Und ja, habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, ja, Kampf mit einem Arenaleiter, mit dem Zwergenfürst. Ja, ciao und adios, haut drinne.